Wir freuen uns sehr, dass es auch dieses Jahr hier bei uns gemeldet hat, beim Odofa Swim Meeting des SSV Cannstatt. Er ist einer der besten Langstreckenschwimmer, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Herzlich willkommen, Niklas Fracht vom SV Gelnhausen. Hi, danke. Niklas, für dich dein erster Start in diesem Jahr, dein erster Wettkampf. Wir sind stolz darauf, dass du das bei uns beim SV Cannstatt machst. Du, 1500 Meter, wie hat sich's angefühlt? Ehrlich gesagt ziemlich schmerzhaft. Ich komme gerade aus dem Trainingslager auf Fuerteventura mit dem HSV bin ich da gewesen und dementsprechend bin ich noch ein bisschen kaputt, habe jetzt noch die Fahrt hierher in den Knochen. Das habe ich jetzt etwas gemerkt, aber ich hoffe, dass jetzt die 800 Graue gleich schon etwas besser laufen. Die du gleich nochmal schwimmen musst, du Ärmster. 15,56 glaube ich, ist es? 57, du kannst schneller schwimmen, das wissen wir, für einen Aufgalopp okay? Für einen Jahresauftakt okay. Ich bin jetzt auch sehr, sehr lange nicht mehr im Becken geschwommen. Das April im letzten Jahr bin ich das letzte Mal irgendwie in einen Beckenwettkampf geschwommen. Ich bin ja doch eher im Freiwasser inzwischen verortet und dafür bin ich ganz zufrieden. Ja. 1500 Meter, du hast gesagt, für dich mittlerweile fast schon Sprintdistanz. Spezialisierst dich jetzt auf Freiwasser, hast letztes Jahr, glaube ich, das beste Jahr deiner Karriere gehabt, Platz 3 beim Weltcup in Nordmazedonien, zum Abschluss beim Weltcup-Finale Abu Dhabi, glaube ich, Platz 8. Zweitbester Deutscher in der Florian Wellbrock. Wie blickst du zurück auf das Jahr? Ja, es war ein verrücktes Jahr auf jeden Fall. Ich habe mit einer Verletzung losgelegt und hatte wirklich zu kämpfen, um wieder Anschluss zu finden, erstmal an die nationale Spitze und habe mich dann übers Jahr immer weiterentwickelt. Und ja, bin absolut zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Und dieser Weltcup, diese Weltcup-Platzierung in der Gesamtwertung, Dritter in der Gesamtwertung, das war einfach ein Riesentriumph und da habe ich mich sehr, sehr gefreut und hoffe, dass ich jetzt da anschließen kann. Und wahrscheinlich nicht nur anschließen, was sind die Ziele jetzt fürs nächste Jahr? Mich für die WM zu qualifizieren, optimalerweise über 10 Kilometer im Freiwasser. Das ist ja auch die olympische Distanz. Mit Blick auf Paris 24 wäre das echt gut. Jetzt muss ich nochmal die offiziellen Nominierungskriterien abwarten. Die sollen jetzt in den nächsten Wochen rauskommen. Aber ich denke, dass ich mich auf einem guten Weg befinde und mit den Höhentrainingslagern, die jetzt noch anstehen, da das Beste rausholen werde, um da mit vorne mitzuspielen. Du hast gesagt, du warst jetzt wo? Lanzarote habe ich? Nee, was war's? Fuerteventura. Im Herbst war es, glaube ich, Sierra Nevada. Du studierst auch noch Lehramt. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Da ist Corona tatsächlich ein bisschen zu meinem Vorteil, weil alles an der Uni momentan online stattfindet. Das heißt, ich kann auch viel von unterwegs gestalten. Trotzdem ist es sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Ich bin jetzt seit Mitte November zu 80% im Ausland gewesen, trotz Weihnachten und Silvester. Und das macht sich dann natürlich schon bemerkbar, aber die Dozenten sind im Regelfall kulant und finden da immer Möglichkeiten, dass ich mal, wenn ich Prüfungstermine verpasse oder so, irgendwie das nacharbeiten kann. Beschreib doch mal so ein bisschen, was ist der Unterschied dann, wenn man Langstreckenschwimmer ist, wenn man Distanzen 10 Kilometer, 25 Kilometer schwimmt im Vergleich zu den Beckenschwimmern, die wir hier haben, was Trainingspensum betrifft, was vielleicht auch Athletiktraining betrifft, was Ernährung betrifft, was sind da so die Unterschiede? Das ist zwar immer recht individuell, grundsätzlich würde ich aber sagen, dass wir einfach viel mehr Kilometer im Wasser zurücklegen, um die 80 im Schnitt bis zu 100 Kilometern die Woche in der Spitze und die Ernährung dann natürlich auf Essen, Essen, Essen im Regelfall ausgelegt ist, um einfach diesen Energieverbrauch irgendwie zu decken. Dafür machen wir im Kraftraum und an Land dann nicht so viel oder zumindest nicht so kraftfokussiert, eher dann wirklich auf die allgemeine Athletik, Stabilität und Kraftausdauer. Das ist einfach ein ganz anderes Schwimmen und eine ganz andere Mentalität, die da erforderlich ist. Von morgens bis abends essen, das hört sich gut an, ja. Also immer Pasta oder was gibt es da immer? Nö, ich koche sehr gerne selbst und das deckt dann die komplette Bandbreite an kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln ab. Also speziell Kartoffeln, Süßkartoffeln sind jetzt so meine Favoriten. Nudeln eher ab und zu, Reis. Das sind immer so die Grundlagen und dann alles, was sich so damit zaubern lässt. Die 15 Minuten sind so eine Schallmauer über 1500. Sind die auch ein Ziel für dich? Die sind grundsätzlich auch ein Ziel mit Sicherheit, weil auch einfach in der Weltspitze im Freiwasser inzwischen es eigentlich erforderlich ist, solche Zeiten ins Becken zu bringen, einfach um diese Grundgeschwindigkeit zu haben. Wenn man
um die Medaille mitschwimmen will, neben einem Florian Wellbrock, Gregorio Paltrinieri, das sind ja alles 14 Minuten 30 Männer. Und da muss man schon ein bisschen schneller auch im Becken sein, um da mithalten zu können. Ist jetzt aber sicherlich auch nicht das absolute Fokusziel. Also ich merke jetzt zunehmend, dass das Becken mir auch nicht mehr solche Freude bereitet wie das Freiwasser. Und wenn da nicht mehr die hundertprozentige Überzeugung dahinter steht, ist es auch immer schwierig, sich da zu 110% zu mobilisieren, was sicherlich nötig ist, um eine 14-Minuten-Zeit ins Becken zu bringen. Und jetzt die 800, die du gleich noch schwimmst. Also bist du auch froh, wenn du die hinter dir hast, oder hast du dir nochmal was vorgenommen? Im Gegensatz zu den 1500 hat das jetzt hier einen Trainingsaspekt. Ich möchte ein bisschen technisch was ausprobieren, weil ich da viel nochmal umgestellt habe in der Sierra Nevada. Und hoffe, dass ich da jetzt auf Wettkampfniveau nochmal neue Erfahrungen sammeln kann. Und bin dann aber sicher auch froh, wenn ich dann zum Abendessen komme. Ja. Alles klar, wir wünschen dir alles Gute und freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen Dank, Niklas Frach. Ich freue mich auch, Dankeschön.